Ja, hallihallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aqua Painter. Und zwar zur Lockreinigung einer BR216 Digital, der Teil 1. Ja, geplant war es nicht. Geplant war, alles in einem Video zu bringen. Und es wurde dann doch irgendwo, als es dann das Zusammenbauen der Lok ging, habe ich dann plötzlich festgestellt, dass ein Teil des aufgenommenen Videos sehr, sehr lang war. Und ihr wisst, wie ich, oder wer mich kennt zumindest, weiß, wie ich es halte. Ich mag eher die kurzen Videos, die einen auch nicht so schnell langweilen. Das ist mir eigentlich relativ wichtig, weil ich weiß selber, wie es ist, wenn man irgendwas guckt und kaut sich da oder schaut sich da in 45 Minuten Video an von irgendwas. Das kann doch tierisch langweilig werden. Dann klickt man weg und dann ist man fort und das will ich alles gar nicht. Also habe ich jetzt zwei Teile draus gemacht. Bist recht herzlich eingeladen, natürlich dann im Anschluss den Teil 2 zu schauen. Den werde ich versuchen, gleich im Anschluss mit hochzuladen, weil der ist ja schon da. Ich müsste es lediglich noch besprechen, damit das dann auch mit Ton ist von mir. Ich komme jetzt mal zum Punkt. Hier sehen wir jetzt die BR216 im geöffneten Format. Hier habe ich die beiden Motorschleifer schon rausgemacht. Da war ich ein bisschen vorschnell gewesen. Man sieht aber nachher im zweiten Video, wie ich sie wieder einsetze. Und genau umgedreht macht man es auch raus. Ist also überhaupt kein Hexenwerk. Da macht man bloß die beiden kleinen Plättchen oben so ein bisschen weg, so drücken. Ne? Die sind beweglich oben drauf. Und dann kann man die mit der Pinzette schon schön vorsichtig rausziehen. Überhaupt kein Problem. Geht alles sehr entspannt und einfach. Ja, hier gucke ich mal so ein bisschen rein, die Lok. Ach, apropos, wenn das hier so wackelt und dieser Ring, den wir im Vordergrund sehen. Ich filme gerade durch meine Lupe hindurch, die ich am Schreibtisch oder an der Werkbank hier habe. Das habe ich nachher dann nicht mehr gemacht. Ich bin direkt drauf gegangen. Komme ich noch zum Sprechen auf diese Lupengeschichte hier. Also wie gesagt, normal arbeite ich immer unter dieser Lupe. Die hat eine Vergrößerung, weiß ich nicht, ja, fünffach, achtfach, ich habe keinen Plan, also die ist ziemlich groß. Und dann habe ich ja immer noch meine kleine Lupe, die geht bis zu zwölffach hoch. Also da habe ich genug Möglichkeiten, da irgendwas zu sehen. Ist aber schwierig, kann man sich vielleicht vorstellen, in der rechten Hand jetzt hier die Kamera zu halten und in der linken Hand hier alles zu zeigen und durch die Lupe durchzugehen. Und, ach, hör auf. Also wir sehen aber, guck mal, der Motor, wie dreckig der ist. Das Ganze da drinnen, wo die Schleifsteine laufen, wo die Kohleteile aufliegen, das ist schwarz hier drin. Die Lok hat wirklich ganz, ganz schlechten Kontakt. Die fuhr ruckartig. Ich habe erst gedacht, mein Gott, sind die Gleise alle dreckig, die ich hier verlegt habe, weil ich die ja mal putze. Ich habe ja gerade meinen Schrankwendel, meinen Gleiswendel verlegt. Ich denke, meine Herren, was läuft denn da so schlecht? Ich habe ja alles vorher schön sauber gemacht. Und dann gucke ich mir die Lok an und denke, oh oh, die ist ja schon mehr als dreckig, die ist schon super dreckig. Ja, hier mache ich jetzt unten den, man sieht es ja auch, ich muss ja auch nicht jedes bisschen kommentieren hier, das Fahrgestell ab. Vorsichtig, wenn man den Stift rauszieht, was ich gerade gemacht habe, da hängt auf der anderen Seite nämlich das Zahnrad dran, was wir hier oben so in der Ecke so ein bisschen sehen. Ist immer schwierig, da in diesem Mini-Bereich zu bleiben, weil der Zoom, wie gesagt, der ist voll da. Ich bin nicht mehr durch die Lupe, jetzt ist der Punkt übrigens da. Ja, dieser eingekreiste Bereich jetzt hier, so legt man seine Lok nicht auf den Digitaldecoder. Das ist jetzt wirklich, ich muss dir vorstellen, ich sitze da, die Kamera vor meinem Bauch, ausgebreitete Arme, wie beim Tanzen, versuche ich jetzt hier das zu arbeiten, dass das Bild scharf ist, ohne meine Lupe, mit der Kamera vorm Bauch. Es ist ein Krampf, das muss ich ganz ehrlich sagen. So kann man eigentlich gar nicht arbeiten. Normal sitze ich wirklich über der Lupe drauf, gucke da schön durch, sehe alles ganz toll. Und hier musste ich jetzt mit bloßen Augen aus doch relativ großem Abstand, weil ja die Kamera dazwischen ist. Ich habe teilweise auf das Display geguckt, um das hier ordentlich sehen zu können. Spur Z, ihr wisst es ja alle selber, die ist ja extrem klein. Und da brauchst du für jeden Quatsch hier eine Lupe. Und wenn du das ohne machst, es ist wirklich schwierig und mit ausgebreiteten Armen und einer Kamera vom Bauch sowieso. Aber genug gejammert. Jetzt will ich auch nicht jeden bisschen Kram mehr dokumentieren. Ich habe das Ding mittlerweile auf. Es geht zu schieben. Ich weiß das eigentlich. Aber wie gesagt, hier die Arbeitsposition und alles ist zwar ein bisschen sehr blöd. Hier sehen wir jetzt die ausgebauten Teile, die ich da rausgeholt habe. Und hier ist jetzt das Mittelteil, wo die Räder drinnen sitzen, wo die Zahnräder drinnen sitzen, wo der Strom abgenommen wird. Das sind ja die beiden Schleifer, die wir hier sehen. Die sehen auch nicht mehr besonders aus, muss ich dazu sagen.
Aber die gehen noch. Da muss jetzt nichts dran gemacht werden. Wichtig ist ja, dass die Kontakte, was man da ganz so ein bisschen sehen, wo die Räder dran schleifen und wo das oben am Gehäuse da wieder schleift, da muss das sauber sein. Ja, das ist wichtig. Ich mache die jetzt hier nicht ab. Man kann die abmachen. Man kann die so ein bisschen abbiegen. Da, Kupferdings da. Also es geht alles ab. Ich möchte es nicht abmachen. Ich habe es dran gelassen. Ich zeige es bloß jetzt ganz kurz, dass es fest ist. Da greift man dann mit der dran. Aber ich gucke mir lieber hier an. Mensch, das ist so weit oben hier. Aber ist egal. Ging halt nicht besser. Entschuldige bitte. Aber ja, wie gesagt, ich lasse es dran. Das muss nicht ab. Wichtig ist ja hier, dass die Kontakte an den Rädern, wie gesagt, sauber sind. Und das ist der Fall. Und dann ist das überhaupt kein Problem. Ja, was ist jetzt? Die Feder ist raus, die Kupplung ist raus. Die Feder sehen wir hier in der Mitte liegen. Jetzt nehme ich hier Neodym-Magneten. Die, siehst du, die ziehen die ja gleich an, wie blöde. Damit die Feder mir nicht abhaut. Weil, ehrlich jetzt mal, die hopst fast jedes Mal quer durch den Raum und die findest du nicht wieder. Also wenn die kleine Feder durch die Gegend springt, kannst du vergessen, da kannst du gleich eine neue nehmen. Ich habe es schon ein paar Mal versucht mit Magneten auf der Erde. Ja, ist schon witzig. Ja, hier das Ultraschallbad, ich habe es vorher schon erwähnt, hier fliegt alles rein. Alles, was ich abbaue, geht hier gnadenlos rein, außer natürlich das Lokgehäuse nicht. Ich habe auch den eigentlichen Lokkörper, den wir hier unten im Bild sehen, auch damit reingefeuert. Ich schmeiße da alles rein, natürlich den Motor nicht. Dann will ich nicht, dass ich irgendwelche von der Wicklung das entfernt. Habe jetzt hier mal geschnitten. Ich habe das ursprünglich noch drauf gehabt, wie ich da alles einzeln reinschmeiße. Das muss ich jetzt nicht wirklich haben. Das habe ich deswegen rausgenommen. Und war ja im Grunde genommen alles nur da mehr oder weniger jetzt reinfliegt in den Topf. Wie gesagt, ich schmeiße da alles rein. Da wird keine Ausnahme gemacht. Außer wie gesagt, das Lockgehäuse. Das sollte man halt lassen, weil da würde sich komplett die Farbe lösen. Beim Motor, von der Sache her, von der Theorie her, könnte da genauso rein. Aber das würde ich nicht empfehlen, weil von den Motorwicklungen, da könnte sich ja durchaus die Schutzschicht lösen. Und deswegen war das ja völliger Quatsch. Also das würde ich auf keinen Fall machen. Der wird so gereinigt. Da komme ich aber nachher auch noch zu diesem Thema drauf. So, jetzt kommt das zweite Fahrgestell. Das werde ich jetzt ja ein bisschen beschleunigen, weil es ist im Grunde genommen das Gleiche, was wir am Anfang schon gesehen haben. Ich baue das eigentlich genauso auseinander. Ich schraube das unten auf, ich schiebe es auseinander und feuere dann die ganzen Einzelteile in den Ultraschallreiniger, in das Ultraschallbad mit rein. Auch wie gesagt, das muss man sich nochmal im Detail angucken. Das haben wir gerade schon gesehen. Aber ich lasse es der Vollständigkeit halber hier mit drauf. So, lassen wir uns das mal kurz durchlaufen jetzt hier. Und dann schauen wir weiter. Auch hier lasse ich die Schleifer natürlich mit dran. Ich habe es ja schon gesagt, das kann man abmachen, würde ich auch nicht empfehlen. Es gibt auch keinen Grund dazu, die abzumachen. Ansonsten alles auseinanderbauen, rein damit und auf die Feder achten und die natürlich wieder am besten an den Magneten anheften lassen, damit das Ganze nicht weghopst. So, jetzt haben wir hier das Grundgestell, was ich so richtig schön aus dem Bild rausgeschoben habe. Aber wie gesagt, das ist halt so dicht, ich habe es nicht bemerkt in dem Moment. Ich bitte das zu entschuldigen, dass das gerade nicht zu sehen war. Aber gut, warum soll ich das jetzt auch noch rausschneiden? Natürlich, die Platine gehört da auch nicht rein. Die lassen wir natürlich draußen liegen, ist klar. Das hätte ich mir jetzt sparen können. Ich weiß, weil das braucht wahrscheinlich keiner. Und jetzt haben wir hier das Ultraschallbad. Da sehen wir alle kleinen Teile, wie drin sind. Die habe ich ganz kurz geschnitten, weil ich habe meine Kamera ein bisschen rumgefummelt. Und jetzt anschalten und jetzt werden wir gleich sehen, was da von Dreckwolken raussteigen aus dem Ganzen hier. Weil das ist wirklich eine Riesenschweinerei, was da an Dreck drin hängt. Und jetzt hören wir auch ein bisschen Britzeln hier. Das nimmt die Kamera ein bisschen vom Modus ein bisschen schlecht aus. Dabei das ist dieser Schall wahrscheinlich. Ne? Aber guckt ja, was da hinten kann. Das ist enorm, was da rauskommt. Und wie gesagt, ein Tropfen Spüli und Alkohol. Alkohol macht sich ganz gut wegen den fettigen Teilen. So, der Motor. Da ist natürlich das Wichtigste, logischerweise, der Schleifkontakt, dieser Ring da drin, dieser aus Kupfer ist. Ne? Hier ist es so, ich mache das jetzt mit so zusammengerollten Toilettenpapier, glaube ich, was ich hier verwende. Nehmt einen Pfeifenreiniger. Ich habe festgestellt, ich habe ihn gerade nicht da, aber ich habe ihn nicht gefunden, wie auch immer. Ich habe normalerweise, ihr kennt doch bestimmt diese kleinen, die man auch zum Basteln nehmen kann, diese plüschigen auf Draht.
die passen da genau rein. Ich zeige es vielleicht nochmal, wenn es jemanden interessiert, kann ich mal ein Bild nachschießen oder sowas. Nimm einen Pfeifenreiniger, mach den ein bisschen mit Alkohol, dann kann man ganz sauber in diese Ritze reingehen, wo ich jetzt hier so qualvoll versuche, mit dem kleinen Draht und dem Papier da reinzukommen, was übrigens auch geht. Also man muss jetzt nicht losrennen und sich einen Pfeifenreiniger kaufen, man kann das genauso machen. Sei aber vorsichtig, wenn du jetzt hier mit so einem kleinen Draht da drin rumfummelst, dass du nicht irgendwas abreißt oder sowas. Wirklich, also schön langsam und vorsichtig arbeiten. Ich habe es dann so gemacht, dass ich das praktisch immer wieder nass gemacht habe mit Alkohol. Das ist nicht schlimm, wenn er ein bisschen rumquackert, wenn der Motor nass wird. Das ist egal, das verfliegt ja alles, das Zeug. Aber wichtig ist halt, dass man das versucht, das Papier stillzuhalten. Das mache ich ganz gerne. Und dann halt das Zahnrad drehen. Also den Motor als solches, dass der sich einfach freischleift. Geht gut, ist eine ordentliche Variante. Kann man durchaus so machen. So, hier sehen wir nochmal den Ultraschallreiniger und den ganzen Dreck da drinne. Und jetzt sehen wir hier den gereinigten Motor, wobei ich hier sagen möchte, dass das mit dem Pfeifenreiniger zacken sauberer wird. Das ist Fakt. So, jetzt wird das Ganze mit Druckluft. Ich habe hier einen Airbrush, natürlich ohne Farbe, ist klar, nur mit Luft, womit ich das Ganze jetzt alles schön abtrocknen kann. Wie gesagt, es war eh nur Alkohol, es verfliegt, aber es geht halt schneller, wenn man das mit Druckluft sauber. So, jetzt kommen alle Teile wieder raus aus dem Ultraschall. Das ist ja eigentlich das Zentrale an der ganzen Geschichte hier mit dem Ultraschall, dass halt alles schön sauber wird. Der Rest ist ja im Grunde genommen nur auseinanderbauen und zusammenbauen. Aber, ja, das Zusammenbauen, wie gesagt, das ist nachher die zweite Geschichte. Das kommt im Teil 2. Wir sind gleich am Ende jetzt hier. Ich werde das Ganze jetzt noch schön abputzen. Auf jeden Fall erstmal fein säuberlich raus. Und guck am besten, ich habe ja hier so eine Pinzette, die sich selber festhält, drinnen im Wasser noch die Zahnräder greifen. Dass die nicht dann irgendwie wegflutschen, wenn man die dann so greift und man nimmt die hoch und dann macht es Zink und dann ist das kleine Zahnrad irgendwo im Raum verschwunden. Das ist ärgerlicher als die kleine Feder, weil die kleine Feder, die kann man schnell mal ersetzen, die Zahnräder wahrscheinlich auch. Aber es ist meines Erachtens ärgerlicher, man kann auch gar nicht weitermachen. Und jetzt wird hier alles schön trocken gepustet. Man kann es auch einfach nur ein paar Stunden liegen lassen, bis es selber getrocknet ist, sorry. Aber es wird besser, wenn man es mit Druckluft macht. Wer das nicht hat, es gibt ja auch die Variante, dass man so Druckluft, so als Sprayflasche, ne? Bin ich zwar nicht so der Freund von, außer man kann sie wiederverwenden und auffüllen, das hatte ich damals auch überlegt. Aber da ich mir ja eh das Airbrush gekauft habe, ist das ja egal. So, hier wird ein bisschen beschleunigt das Ganze, weil ist im Grunde genommen der gleiche Ablauf jetzt hier mit allen und wie gesagt immer schön vorsichtig mit den Pinzetten das greifen und gerade bei den Zahnrädern nachher Obacht geben, dass die nicht wegfliegen. Also das ist ganz, ganz übel, wenn die durch die Gegend feuern. Hier sehen wir sogar, wie die Druckluft das schön drehen kann da drin. Das heißt, es ist sehr, sehr leichtläufig alles wird. Es ist wirklich super. Also nichts ist mehr verklebt, alles ist sauber. Hier das Gehäuse noch gereinigt, beziehungsweise trocken gepustet. Da brauchen wir halt ein bisschen länger für. Und dann geht es halt den Zahnrädern an den Kragen. Und bei den Zahnrädern habe ich es so gemacht, da nehme ich dann eine Magnetschale. Die kommt jetzt gleich im Anschluss, wenn ich jetzt hier das hier trocken gepustet habe. Da sehen wir jetzt die Magnetschale. Da fliegt das alles rein. Das ist so, die habe ich mal bei in der Kaufhalle, weil ich kaufe die, waren ganz praktisch. Und da bleiben die halt alle drinnen in dem Dings. Und dann kann ich in der Magnetschale mit der Druckluft das rauspusten. Da kommen wir aber im zweiten Teil drauf. Da wird dann auch alles zusammengebaut. Ich danke dir erstmal fürs Zuschauen beim ersten Teil. Ich würde sagen, ich freue mich auf den zweiten Teil. Abonniere mich doch und gib einen Daumen nach oben. Da freue ich mich. Da macht es auch richtig Spaß, hier was zu produzieren. Mach schön gut. Bis gleich. Dein Aquapainter. Ciao.